Jan Ullrich. Ein Ausnahmetalent. Als erster und einziger Deutscher hat er die Tour de France gewonnen. Dann der Dopingskandal und das Aus im Profisport. Ich bin ja immer noch stolz auf meine Karriere. Ich bin immer noch stolz auf mein Leben, was ich geleistet habe. Aber das Ende ist natürlich Katastrophe. Das ist ganz klar. Mallorca im März. Ein Trainingscamp für Amateure. Mit Jan Ullrich als Attraktion. Mit solchen Events verdient der einstige Profi heute sein Geld. Der alte Ehrgeiz packt mich eigentlich ganz selten, weil ich so oft schon unter Druck auf Siege fahren musste, auf Zeit. Immer das ganze Leben lang drehte sich bei mir praktisch die Uhr mit. Und jetzt genieße ich es eigentlich. Die Sportler kommen von überall her. Ich war schon ein Riesenfan zu seiner aktiven Zeit und das Radfahren mit solchen Legenden wie Ullrich ist für mich eine eigene Faszination. Große Siege, begeisterte Fans. Jeder kannte ihn. 1997 gelang ihm dann sein größter Triumph. Also ein Tour de France, das war in Deutschland nicht nachvollziehbar, dass es jemand überhaupt ein Deutscher schaffen könnte. In über 100 Jahren hat es eben noch keiner geschafft gehabt. Und dass da einer kommt und dass gerade ich das sein soll und so weiter, das ist natürlich ein Traum. Ja. Jan Ullrichs Mutter ist immer dabei und verfolgt jedes Rennen. Mein Sohn, Tour de France-Sieger, das ist toll. Und wie viele Leute einen plötzlich kennen und alle sprechen einen an und oh, da schwillt einem die Brust. Stolz wie Bolle bin ich gewesen und bin ich immer noch. Auch nach dem Toursieg fährt Jan Ullrich immer wieder allen davon. Er wird Weltmeister und deutscher Meister, 5-mal Zweiter bei der Tour de France und 2000 sogar Sieger in Sydney. Warum ist Jan Ullrich so erfolgreich? Was treibt ihn an? Als Kind war das absolut meine Leidenschaft. Ich bin als Kind schon immer, ich wollte nur Radfahren. Ich wollte mich bewegen, ich wollte in der frischen Luft sein, ich wollte Rennen fahren, ich wollte mich messen. Auf dieser Radrennbahn in Rostock hat er seine ersten Trainingseinheiten absolviert. Er hat sich schon abgezeichnet von der Gruppe, also mit seinen Leistungen. Ne? Und ich meine, es gehört ja nicht nur das sportliche Talent, das ist ja auch eine mentale Frage. Und woran erinnert sich Jans jüngerer Bruder Thomas? Ich war damals schon fasziniert. Der große Bruder gibt ja Trainingssachen weiter. Und ich habe mich dann gefreut, dass ich halt neue Klamotten gekriegt habe, etc. Und dann gucke ich rein und habe ja mal gefragt, Mensch, wieso steht denn hier über eine 1 drin? Naja, ich habe mal vor, der größte und schnellste Radfahrer der Welt zu werden. In der DDR gewinnt Jan Ullrich Rennen um Rennen. Mit 13 kommt er auf ein Sportinternat. Nach der Wende wird er Amateurweltmeister, mit 21 Profi im Team Telekom. Sein Leben findet auf dem Fahrrad statt. Die Medien feiern ihn wie einen Helden. Und ich habe eigentlich immer versucht, so zu sein, wie ich bin. Mich nicht manipulieren lassen, auch eben durch solche Texte oder sowas. Da habe ich mich aber eigentlich eher so ein bisschen geschämt, immer, wenn ich jetzt eben so hochgelobt wurde. Ich war natürlich stolz, aber da ich eigentlich schon von Kind an immer gesiegt habe und das war irgendwo, das wird nicht normal, aber der Werdegang so, das war dann nichts Abnormales für mich. Sein Erfolg versetzt Deutschland in einen kollektiven Fahrradrausch. Alle lieben ihn. Aber es ist eine wankelmütige Liebe, die Schwächen nicht verzeiht. Dann war ja dieses Babysitter-System im Gespräch und so weiter. Das fand ich so schrecklich und das habe ich auch, denn aus Trotz habe ich dann eigentlich, also aus Trotz, Trotz hört sich ein bisschen, ja, das habe ich dann extra, da habe ich mich extra nicht angestrengt. Ich habe gesagt, lasst mich einfach machen und ihr müsst mich nicht ständig auf die Waage stellen und so weiter. Das könnt ihr mit kleinen Kindern machen, aber letztendlich muss ich dann auf der Straße die Siege einfahren und lasst mich einfach machen.
Das ganze Leben auf Sieg gepolt. Jan Ulrich will seinen Tour de France-Sieg unbedingt wiederholen. Scheitert aber regelmäßig an Konkurrent Lance Armstrong und an häufigen Verletzungen. Eine frustrierende Situation. Während eines Reha-Aufenthaltes nimmt er Ecstasy-Pillen. Am nächsten Tag eine überraschende Doping-Kontrolle. Es läuft nicht gut. Werbeverträge werden gekündigt, Sponsor T-Mobile zahlt ihm vorübergehend kein Gehalt. Wochen vorher hat er betrunken mit dem Auto einen Fahrradständer gerammt. Die Presse überschlägt sich. Weiß ich nicht, ob man Scheitern sagen, ob das richtige Wort Scheitern ist, aber wenn man sehr, sehr erfolgreich ist, wo die ganze Welt drauf schaut und wo man auch mit Medien und praktisch begleitet wird, dann ist der kleinste Fehler teilweise ein Scheitern. Sein positives Image bekommt Risse. »2006 passiert dann das, was Jan Ulrich später als Katastrophe bezeichnet. Er wird des Blutdopings beschuldigt. Einen Tag vor der Tour de France. Ja, das war schon sehr, sehr schmerzhaft, dass ich die Tour de France nicht starten konnte, auf die ich mich so extrem vorbereitet hatte auch. Und hat man alles dafür gemacht und dann darf man es nicht verwirklichen, nicht umsetzen. Das hat mich viele Jahre schon stark belastet, auf alle Fälle. Ach, das war mit das Schrecklichste, woran ich mich erinnere. Da war ich im Büro, habe meine Arbeit gemacht und übers Radio habe ich dann gehört. Und ich dachte, ich kann meinen Ohren nicht trauen. Was? Jan ist suspendiert? Ich bin absolut unter Schock und werde ein paar Tage für mich brauchen und werde dann mit meinem Anwalt versuchen, meine Unschuld zu beweisen. Für viele im Radsport dürfte Doping ein offenes Geheimnis gewesen sein. Zugeben will es in dieser Zeit natürlich keiner. Team T-Mobile trennt sich damals sofort von Jan Ulrich. Das war eine sehr schwere Zeit. Also auf mich wurde ja, ich wurde beschossen von allen möglichen Medien und so weiter, musste den Kopf einziehen, mich selbst schützen, aber ich kam auch nicht mehr an das Team ran. Es gab keine Besprechung mehr. Ich wurde mit Fax gekündigt und so weiter. Das waren alles so Sachen, die damals absolut extrem waren. Also für mich und auch für Sarah und die ganze Familie, dass das so unmenschlich auf einmal war. Nachdem die Medien im In- und Ausland aufgeregt über den Skandal berichten, wird es still um das Sportidol. 2007 beendet er seine aktive Laufbahn und sucht Halt im Privaten, vor allem bei seiner Frau Sarah. Durch die negativen Einflüsse von außen irgendwann kriselt es dann auch in der Beziehung, auch wenn es vielleicht gar nicht von innen aus der Beziehung rauskommt, aber das geht einfach an keinem spurlos vorbei. Und natürlich gab es dann auch viel Streit, viel Missverständnisse, vielleicht auch viel Tränen. Und irgendwann war es dann auch bei mir mal so, dass ich sagte, ich kann einfach nicht mehr. Die Dopingvorwürfe weist er weiter zurück. Das kostet ihn viele Sympathien. Ich bin sehr gut im Verdrängen. Das war eine absolut knallharte, das war die schlechteste Zeit, wie gesagt, im Leben. Man war selber enttäuscht. Man hat eigentlich mit den Fehler erstmal gar nicht bei sich gesucht, sondern überall woanders und so weiter. Ich musste dastehen und ich musste mich erklären und so weiter. Und das war unglaublich schwer. Das Einzige, was mich da in der Zeit wirklich aufgefangen hat, ist die Hochzeit mit meiner Frau und dann die Geburten unserer Kinder. Auch Jan Ulrich betreibt eine Vogelstrauß-Politik. Sein Name, einst mit Medaillen verknüpft, wird jetzt nur noch im Zusammenhang mit dem Blutdoping genannt. Warum schweigt er? Ich hätte über mich reden können, aber dann hätte ich mich alleine komplett am Pranger gestellt. Und reinziehen oder noch andere damit belasten und so weiter, das bin ich nicht. Sicher fürchtet er auch Regressforderungen von Sponsoren. Es geht immerhin um Millionenbeträge. Aber es ist nicht nur das. Ich bin wirklich sehr, sehr fair und ich habe damals auch, mein Opa war mein größter Fan und der hat immer gesagt, Mensch Junge, wenn du dann mal irgendwo betrügen musst oder es kommt irgendwas, Medikament oder Doping ins Spiel, dann musst du aufhören. Auf der einen Seite solche Grundsätze und auf der anderen Seite was eigentlich? Man wird auch nervös gemacht, ja, das machen ja alle und das ist ja normal und so weiter. Das wird dann auch ja so beigebracht irgendwie, ja. Man denkt darüber gar nicht groß nach. Wenn es alle gleich machen, dann ist es ja schon wieder kein Betrug. Ja, das ist, man redet sich das dann selber so ein bisschen fein. Man weiß natürlich, das ist ein Fehler, ganz klar.
Ich habe immer geglaubt, solche Mittel wären tabu. Haben wir alle geglaubt. Aber ja, klar war ich ein bisschen enttäuscht. Es trifft mich immer noch, wenn ich zurückdenke. Das war bitter für uns alle. Und Jan ist ein Mensch, der macht auch viel mit sich alleine aus. Er hatte eine richtige Krise danach, muss ich sagen. Also richtige Krise, psychische Krise. Das habe ich viele, viele Monate oder fast Jahre schon auch durchgehalten, bis ich dann, wie gesagt, bis der Knoten im Kopf zu groß wurde und ich ja auch so einen kleinen Burnout hatte. Ja, das war dann schon, daran sieht man, dass es eigentlich sehr, sehr schlimm für mich war. Ja. Dass ich doch mit der Verarbeitung nicht alleine fertig wurde, sondern ich musste dann schon auch mir Hilfe holen. Nach dem Dopingskandal hat Jan Ulrich keinen Plan B. Radfahren war sein Leben. Was anderes hat er nie gemacht und nie gelernt. Da war ich schon in Gefahr. Also ohne meine Familie hätte ich es wahrscheinlich schwerer gehabt. Ja. Wir haben uns einfach versucht, auch ein bisschen abzulenken mit schönen Dingen. Und natürlich einfach das Gefühl geben, man ist für einen da, egal was ist. Und auf die Ehe oder auf die Liebe hat es keinen Einfluss, sondern er kann so sein und leiden, wie er möchte. Und er hat trotzdem den Rückhalt von mir und natürlich auch von der restlichen Familie und auch von vielen Freunden. Das war, glaube ich, schon auch sehr wichtig. Einige Freunde von damals sind ihm geblieben. Es sind vor allem alte Sportkollegen. Diesen engen Kreis, der hatte ich eigentlich kaum, da war kaum einer dabei, in dem ich mich getäuscht habe. Man musste ja früher im Rennen auch schon extrem zusammenhalten und man konnte sich blind auf seinen Teamkollegen verlassen. Und das vergisst man nicht so schnell. Ja? Und ich glaube, man hat sich da auch unterstützt. Ja, deswegen sind wir heute auch noch so gut befreundet. Mario Kummer war sporttechnischer Direktor. Kurz nach Jan Ulrich hat er das Team T-Mobile verlassen. Es waren ja dieselben Leute, die ihn früher in den Himmel gehoben haben, die ihn danach in den Boden gestampft haben. Und das war in meinen Augen schon sehr, sehr hart. Ja, da hat man schon mitgelitten. In dieser Zeit zieht sich Ulrich ganz zurück. Er hat noch nicht einmal Lust, Fahrrad zu fahren. Die Belastung, die ging so lange, bis das Urteil da war eigentlich. Und es ging ja über viele Jahre. Es kam kein Entscheid vom UCI. Es kam keine... Ja, wie ist jetzt meine Strafe? Man war immer mit einem Bein natürlich so ganz tief in der Vergangenheit und es war schwierig, einen neuen Start zu finden, weil man dort einfach nochmal so festgehängt ist. Und das war einfach so über die Dauer so für die Substanz wirklich echt sehr belastend. 6 Jahre nach Ulrichs Karriere aus spricht ihn der Internationale Sportgerichtshof des Dopings schuldig. Seine Erfolge ab Mai 2005 werden annulliert. Erst 8 Jahre danach äußert er sich dazu. Warum so spät? Den Fehler bei mir habe ich erst lange später gesucht. Und im Nachhinein ist natürlich klar, ich meine, im Nachhinein sagt man dann Scheiße. Ich hätte lieber ein besseres Karriereende gehabt mit einem Tour de France-Sieg, anstatt mit einer Doping-Affäre aufhören zu müssen. Ich denke mal, ich bin ein extremer Mensch. Und dann macht man auch alles extrem, in jede Richtung. Man macht auch große Fehler. Im Mai 2014 verursacht er alkoholisiert und mit überhöhter Geschwindigkeit einen Autounfall auf einer Schweizer Landstraße. Also das war ein Riesenschock für mich und ich habe da ein ganz schlechtes Gewissen immer noch und sowas darf einfach nicht passieren. Zunächst verständigen sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf eine Bewährungs- und Geldstrafe. Doch das Gericht will einen Prozess führen. Im schlimmsten Fall muss Jan Ulrich ins Gefängnis. Die Strafe, die jetzt kommt, die ist eigentlich alles eher nebensächlich für mich. Hauptsache, für mich war nur entscheidend, ich habe keinen verletzt. Ja. Das ist, leuchtet mir immer wieder ein, dass ich da wirklich unglaublich viel Glück gehabt habe auch. Und alle Beteiligten auch. Und da ziehe ich jetzt meine Schlüsse draus. Das darf mir und wird mir auch nicht mehr passieren. Wie viele Fehler darf man machen? Und wer glaubt danach noch irgendwelchen Beteuerungen? Man möchte ja ein Vorbild sein, man möchte auch die Kinder zu ordentlichen Menschen erziehen. Das ist eigentlich so das höchste Gut, was man Kindern mitgeben kann als Eltern. Und natürlich, wenn dann so ein Fehler kommt, betrunken, Autounfall, dann könnte ich im Erdboden versinken. Ja. Dann guckt man wieder bewusster mit anderen Augen in die Welt und wie kann ich meine,
meine Möglichkeiten, die ich hier habe, nutzen, um wirklich auch ein bisschen zu helfen. Und Jan Ulrich? Erst dieser grandiose Triumph, dann der Sturz aus dem Sport-Olymp. Wie fühlt sich das an? Also wir haben so viel erlebt und es auch geschafft. Jetzt kann eigentlich fast gar nichts mehr kommen. Also es macht einen auch irgendwo stolz, dass man das doch durchsteht. Aus Fehler wird man, glaube ich, eine Person. Man kann daran zerbrechen, man kann reifen, man kann stärker rauskommen. Und ich finde, wenn ich einen Strich ziehen würde, bin ich eigentlich gestärkt aus der ganzen Sache rausgekommen. Das ist der eher analytische Blick. Und wie geht es ihm wirklich? Ich bin sehr, sehr glücklich. Und mir macht es jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dann gibt es erstmal ein kurzes Stoßgebet und einen riesen Dank auch, dass ich wieder wach werde und dass ich das Leben so weiterführen kann. Ich möchte unbedingt auch von meinem Glück so ein bisschen abgeben. Klingt geerdet und nach Demut. Vielleicht genau die richtige Mischung, um damit sein Leben nach dem Scheitern aufzubauen.